Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem klein und kurvig Video. Und heute gibt es ein ganz besonderes Video, das nicht ohne eure Hilfe funktioniert hätte. Denn in diesem Video werde ich Klamotten anziehen, die ihr für mich ausgesucht habt. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht und ihr solltet mir Links zu Outfits, also kompletten Outfits, von oben bis unten gerne auch mit Accessoires zuschicken. Und es kamen so viele Einsendungen. Also an dieser Stelle erstmal vielen Dank dafür. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht zu sehen, in was ihr mich gerne sehen würdet. Und ich habe einfach mal wild durchbestellt, mir natürlich auch die Namen notiert von den Leuten, die dieses Outfit ausgesucht haben. Denn, ganz besonders für euch, der von euch kreierte Look, der mir jetzt am besten gefällt und auch am besten steht, also ihr müsst dann im Video auch immer so ein bisschen mit abstimmen, gewinnt ein kleines Überraschungspaket von mir. Ich kontaktiere denjenigen dann und dann tauschen wir ein bisschen die Daten aus und dann schicke ich euch ein Paket zu. Und ich werde das auch wiederholen. Also das ist nicht das einzige Video, das ich dazu mache. Ich werde das mit Sicherheit noch ein paar Mal öfter machen. Also folgt mir unbedingt auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut, weil da dürft ihr mir die Sachen schicken. Aber für dieses Video habe ich mir jetzt erstmal drei Outfits ausgesucht. Diese drei werde ich gleich mit euch anprobieren. Und ich habe die dieses Mal auch besonders bestellt. Und zwar über den Cashback-Anbieter iGraal habe ich das gemacht. Denn ihr könnt da bei jedem Online-Einkauf bares Geld sparen. Das bedeutet für euch, ihr könnt auf der Seite von iGraal einfach unter den über 1600 Anbietern aussuchen, bei wem ihr sonst halt auch immer eure Klamotten bestellt. Also von den Shops, bei denen ich da bestelle, ist alles dabei. Dann geht ihr einfach über iGraal auf die ganz normale Webseite, bestellt euren Warenkorb und bekommt eben auf dem Cashback-Konto Geld zurück. Ihr bekommt übrigens, wenn ihr euch jetzt bei iGraal anmeldet, nicht nur 5 Euro, sondern ganze 10 Euro Startguthaben. Ich lasse euch natürlich dafür auch den Link in der Infobox, dann könnt ihr da einfach mal vorbeischauen. Und ich habe das diesmal auch so gemacht. Ich bin einfach auf die Seite gegangen, habe mir den Shop ausgewählt, bin auf den Shop gegangen, habe meinen ganz normalen Warenkorb befüllt, habe ausgecheckt, den bezahlt und dann direkt eben auf meinem Cashback-Konto Geld gutgeschrieben bekommen. Das Geld, das ihr als Cashback bekommt, ist eine Händlerprovision, die Shop, bei denen ihr kauft, an iGraal abtritt und iGraal gibt die eben zu über 90% an euch, also den Käufer, zurück. Dadurch bekommt ihr so eine Art Provision, also ihr kauft ein und dafür bekommt ihr was zurück. So funktioniert das ganze System, das heißt, ihr verliert überhaupt nichts, sondern bekommt nur was zurück. Und ich dachte, weil ja jetzt dann auch Weihnachten vor der Tür steht und ihr bestimmt noch ein paar Weihnachtsgeschenke braucht, könnt ihr das einfach mal darüber versuchen. Wie gesagt, Link ist in der Infobox, schaut mal vorbei. Ich habe das diesmal auch so gemacht und was für Klamotten ich bestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Dann wären wir also soweit und ich habe jetzt hier die drei ersten Outfits hängen. Zunächst einmal möchte ich aber sagen, dass ich so überrascht war, als ich die ganzen Looks geöffnet habe, weil es zu 100% Sachen hätten sein können, die ich einfach selbst bestellt habe. Also entweder habt ihr alle einen sehr ähnlichen Geschmack wie ich oder ihr wolltet einfach, dass ich mich wohlfühle, was ich sehr, sehr süß finde. Und ich fange jetzt einfach auch direkt mal bei dem allerersten an, das hier vorne hängt. Und zwar habe ich da bekommen eine braune Bluse. Das ist tatsächlich nicht 100% die vorgeschlagen wurde, aber die war in meiner Größe ausverkauft. Also habe ich einfach eine genommen, die den komplett selben Schnitt hat. Also wir haben einen V-Ausschnitt mit Knöpfen. Das ist hier so ein bisschen tailliert, also es hat so ein kleines Schößchen, einen langen Ärmel und dazu wurde kombiniert eine Jeanshose. Also eine ganz normale Röhrenjeans, eine blaue. Das war auch tatsächlich die, die ausgesucht wurde. Und ich weiß nicht, ob diejenige das wusste, aber das ist eine ASOS Ridley Jeans und das ist meine absolute Lieblingsjeans. Also ich habe die schon in Schwarz zu Hause. Dabei war dann noch ein Teddy-Mäntelchen oder Jäckchen. Habe ich persönlich nicht im Schrank, finde ich aber sehr, sehr spannend und es ist halt super, super weich und hält mit Sicherheit schön warm. Und dann kommen noch Boots dazu, die ich absolut genial finde. Ich glaube, ich habe selten so schöne braune Boots gesehen. Die haben hier vorne noch so eine goldene Naht. Also die sind sehr, 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 sehr hübsch. Und ich gucke jetzt einfach mal, wie der gesamte Look denn so aussieht. Also den allerersten von euch ausgewählten Look und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Ich bin nicht zu 100% überzeugt von der Oberteillösung, weil
Das ist jetzt aber halt auch ein bisschen schwierig zu sehen online, dass Oberteil halt hier so einen Schlitz hat. Und das hier ist jetzt nicht so sexy, ehrlich gesagt. Aber an sich finde ich tatsächlich diesen Stilmix, also die Kombination, sehr, sehr witzig. Ich liebe die Boots- und Hosen-Kombi. Also dieser Braunton von den Schuhen ist mega schön. Mit dem Blauton von der Hose, finde ich, passt das ultra gut. Die Bluse ist ein bisschen elegant. Also die ist halt einfach sehr schick. Die hat auch hier so Schleifchen. Und ich finde gerade die Kombi von diesem ein bisschen derberen Boot, auch mit dem Gold und dann so einer eleganten Bluse, echt sehr cool. Die Jacke ist halt einfach nicht mein Style, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich finde die tatsächlich sehr süß und ich glaube auch, das ist die erste Teddyjacke, wo ich finde, dass sie nicht unbedingt aufträgt. Also die Länge ist sehr, sehr schön. Ich kann sie auch mal zumachen, dass ihr seht, was ich meine. Also so würde die geschlossen aussehen und ich glaube, die ist von der Länge einfach sehr gut gewählt. Ich glaube, das passt wirklich schön. Die ist, ich glaube, das Weichste, was ich in meinem Leben je gefühlt habe. Also das ist einfach wie eine riesengroße Kuscheldecke. Die hält mit Sicherheit auch ein bisschen warm, aber die ist mir ein bisschen zu jugendlich, mädchenhaft. Einfach dieses Duffelcoat-ähnliche mit dem Verschluss und dann noch die Kapuze. Das bin ich irgendwie nicht. Aber ich glaube, so in Kombi ist das eigentlich ein sehr schöner Look. Und ihr könnt sehr, sehr gerne mal hier oben abstimmen, was ihr davon haltet. Kommen wir also gleich weiter zum nächsten Look. Das ist was, da musste ich selber ein bisschen schmunzeln, denn wir haben ein Kleid dabei. Ich liebe Kleider, das wisst ihr. Und die Kombi, die da gewählt wurde, ist halt so mein absolutes Go-To-Outfit. Und zwar haben wir ein langärmeliges Kleid, was so ein bisschen länger als midi lang ist, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist fast ganz lang, zumindest bei mir, weil ich sehr klein bin. Kombiniert mit einem Oversized-Pulli. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich das unheimlich gerne trage. Ich liebe es, Kleider anzuziehen, darüber einen Pulli. Dann wurde hier sogar noch ein wunderschöner Schlangengürtel ausgesucht. Finde ich sehr, sehr cool. Einfach die Kombi von Blumenmuster und Schlange. Das ist halt wieder so Stilmix. Finde ich sehr, sehr schön. Und dieses Kleid habe ich tatsächlich schon mal auf meinem Instagram verlinkt, weil ich es so hübsch fand. Also es ist einfach sehr, sehr witzig, dass das jemand ausgesucht hat. Und dazu kommen dann natürlich auch noch Boots, die aussehen wie Doc Martens, aber keine echten Doc Martens sind. Also die sind sehr schön. Sehr, sehr schöne Schuhe. Und auf den Look bin ich ultra gespannt. Also den zweiten Look fertig und ich muss gestehen, ich bin schockverliebt. Ich finde, das ist sowas von einfach mein Look. Ich habe das Kleid ja schon mal verlinkt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es ein bisschen unfair ist, dass es mir so gut gefällt, weil die Person ja vielleicht wusste, dass es mir gefällt, aber ich kann es ihr auch nicht unterstellen. Es kann ja sein, dass sie es nie gesehen hat. Ich liebe dieses Kleid. Das ist einfach so süß. Also wir haben hier unten noch so eine Naht, dann ist es ein bisschen plissiert. Ich finde das einfach sehr, sehr schön. Vor allen Dingen auch wieder diesen Stilmix zwischen mädchenhaft, verspielt, dieses blumige, gelbe und dann so richtig derbe Boots dazu. Einen ganz oversizeden schwarzen Pulli, der sich übrigens perfekt eignet. Also ich habe so einen Pulli, der sich so perfekt eignet, noch nicht zu Hause. Den muss ich also fast sowieso behalten. Und dann haben wir hier noch den Gürtel. Den könnte man jetzt noch ein bisschen besser sichtbar machen, indem man das hier einfach so ein bisschen besser drunter steckt. Dann würde man hier vorne halt auch noch diese Schnalle sehen. Also ich finde die Kombi einfach sehr, sehr cool. Ich fühle mich sehr wohl darin. Die Materialien sind alle so ein bisschen wie eine Jogginghose. Also alles sehr, sehr weich. Das ist auch so ein Jersey-Kleid mit sehr viel Stretch. Also einfach ultra bequem. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Ihr dürft jetzt mal nach oben abstimmen, was ihr denn von diesem Style haltet. Ob ihr denkt, dass er mir steht oder nicht. Kommen wir auch schon zum dritten Look für dieses Video. Und das Mädel, das diesen Look ausgesucht hat, hat sehr, sehr viel Style, finde ich, weil da ganz viele moderne Aspekte mit drin sind. Zum einen haben wir ein oversizedes Strickkleid. Das ist ultra schwer. Also das ist ein richtiges, echtes Strickkleid, was ich sehr hübsch finde. Auch die Farbgebung, also dieses beige, melierte, ist für den Herbst und Winter ultra angesagt. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob es perfekt ist für meine Figur, weil da hier ja nicht viel Taillierung ist, aber das werden wir gleich sehen. Dazu gibt es einen mega angesagten Hut. Das ist so ein typischer Kamuschka-Hut, anders kann man es nicht sagen. Und die Schuhe, die dabei sind, I love them, sind diese hier. Wir haben hier Schlangenlederschuhe in beige. Die sind so hübsch.
Ich habe echt ein Problem. Ihr macht mich arm, Leute. Wenn ich diese Formate hier weitermache, dann habe ich irgendwann kein Geld mehr, weil ich alles kaufe, was ihr sagt. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ob es auch wirklich passt. Also den dritten Look und den letzten für dieses Video. Ich fühle mich ein bisschen rund. Ich fange einfach mal oben an. Der Hut ist richtig cool, vor allen Dingen, weil man den innen drin auch noch Größen verstellen kann. Also man kann den quasi, wenn man ein kleineres Köpfchen hat, noch ein bisschen enger zurren. Und ich finde den einfach sehr stylisch. Ich glaube, den kann ich auch mit kurzen Huten sehr gut tragen. Also ich mag den richtig gerne. Das Kleid ist ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube einfach ein bisschen figurlos für meine Figur. Ich glaube, es sieht an sich ganz süß aus, wenn auch vielleicht meine Beine da ein bisschen kurz wirken. Das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob meine Beine da irgendwie, also ich habe das Gefühl, die wirken so ein bisschen tschick, tschick, so ein bisschen abgeschnitten. Es ist natürlich ultra bequem. Auch der Stil von dem Kleid ist total süß. Es hat so ein bisschen längere Ärmel. Also es ist einfach so ein ganz cozy Sweater-Knit-Kleid. Hier kommen die ganzen englischen Begriffe raus heute. Also es ist sehr schön. Es kratzt nicht, was mich total wundert, weil ich dachte, so ein Strickmaterial ist bestimmt sehr kratzig auf der Haut. Ist es aber gar nicht. Die Schuhe sind mega toll. Also die sind einfach sehr, sehr schön. Die sehen total hochwertig aus. Es ist eine ganz tolle Farbgebung mit diesem beige-braunen Schlangenmuster. Also die finde ich toll. Ich finde die Kombi allgemein mega stylisch. Das ist aber halt nichts für mich. Ich habe aber ja einen Gürtel da. Also gucke ich jetzt mal, ob ich ein bisschen was hier verändern kann, sodass das natürlich mehr zu meinem Ding wird. Ich werde das nicht in meine Bewertung mit einnehmen, denn die Dame hat mir keinen Gürtel bestellt. Aber ich will einfach mal gucken, ob ich es dann tragen könnte. So, ignoriert einfach das riesige Etikett da, aber ich glaube, man sieht ganz gut, was ich meine. Jetzt ist das Kleid zum einen allgemein einfach ein bisschen kürzer, was ich denke, für meine Beinlänge einfach besser geeignet ist. Und wir haben eine Taillierung und dadurch habe ich gleich mehr Figur. Also wenn ihr ein Rollkragen-Strickkleid tragen möchtet und eine ähnliche Figur habt wie ich, versucht es einfach mal mit einer Taillierung durch einen Gürtel zum Beispiel. Dann glaube ich, funktioniert das sehr gut. Also so würde ich die Kombination auf jeden Fall tragen. Jetzt wird es natürlich ultra spannend. Ich blende euch jetzt alle drei Looks mal nebeneinander ein, damit ihr nochmal vergleichen könnt. Und dann stimmt gerne mal oben ab, was denn euer Favorit war. Ah, das macht alles so viel Spaß. Ich würde am liebsten nur noch solche Videos drehen. Machen wir aber nicht. Keine Panik. Wenn ihr kein Instagram habt, das ist ein bisschen blöd, solltet ihr euch vielleicht zulegen, weil dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, mir auch solche Outfits zu schicken und auch ein Überraschungspaket zu gewinnen. So viel dazu. Ach so, ja, vielleicht möchtet ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt und damit machen möchtet, auch mal Looks schicken, die so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone sind. Also irgendwas, wo ihr denkt, krass, das würde die nie anziehen, aber es könnte ihr stehen. Da hätte ich so Lust drauf. Ich würde so gern mal sehen, wie Leute mich komplett umstylen würden. Also was sie denken, was für ein anderer Look mir stehen würde. Macht das. Also gerne hüpft mal rüber und schreibt mir da. Und jetzt geht's natürlich ans Eingemachte, denn wir haben jetzt drei Looks zu bewerten und einen Gewinner auszuwählen. Und eigentlich, ihr habt es höchstwahrscheinlich an meiner Reaktion auch schon gemerkt, bin ich schon schwer verliebt in einen Look. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemein ist, weil das halt echt so ein richtiger Ich-Look bin und das eigentlich so, ich weiß nicht, es ist halt überhaupt nicht raus aus meiner Komfortzone, aber ich liebe, 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 liebe den Look mit dem gelben Kleid und den derben schwarzen Boots. Das ist einfach zu 100% ich. Ich liebe gelb, ich liebe schwarz, ich liebe Kleider und Pullover. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich es jetzt mal versuche, noch neutral zu betrachten, ist bei den anderen drei Looks auch meine Figur ein bisschen untergegangen. Also wir haben ja die Jeanshose mit der Bluse. Das wäre noch okay. Also ich denke, das würde auch für meine Figur gut funktionieren, aber der Teddymantel ist bei mir einfach so ein weiß nicht, ob das so gut passt für mich. Und bei dem Strickkleid haben wir halt überhaupt keine Taillierung. Das ist halt einfach ein Strickkleid, was so hängt. Zeigt meine Figur also auch nicht so gut. Und bei dem Kleid, das hat zum einen selbst eine Taillierung, also es hat so einen Gummibund in der Mitte. Zum anderen ist aber auch darüber nachgedacht worden, dass wenn man den Pulli drüber trägt, man eben noch einen Gürtel braucht, um die Taille wieder rauszubekommen. Die Länge vom Kleid war super. Also da finde ich, wurde einfach an alles gedacht.
gedacht. Und deswegen ist die Gewinnerin des heutigen Videos auch die Dame mit dem gelben Kleid. Ich habe auch gerade schon auf Instagram geguckt, wie ihr Name ist. Du bekommst ein Überraschungspaket von mir und ich werde natürlich die Gewinner auch immer auf Instagram kontaktieren und dann tauschen wir Adressen aus und so. Und dann schicke ich euch was Schönes zu. Ich werde euch wahrscheinlich auch demnächst mal zeigen, was ich da so alles reinpacke in die Pakete. Vielleicht mache ich das auch hier in einem YouTube-Video mal, aber auf jeden Fall eben auf Instagram. Da zeige ich euch dann, was da so alles reinkommt. Ich freue mich riesig, dass ihr so viel Spaß dabei habt, mir Sachen zu schicken und diese Videos mit mir zusammen zu gestalten, weil ohne euch wäre das jetzt nicht so geworden, wie es war. Also danke dafür. Mir hat es unsagbar viel Spaß gemacht, zu schauen, was ihr mir so schickt. Und ich hoffe, wir machen das noch ganz, ganz oft. Wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann macht das unbedingt. Das ist kostenlos. Auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins von meinen Videos mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!